nichts gesehen. Heute bin ich auf der Suche nach Information, nach Wissen. Dafür machen wir eine Reise nach China ins 20. Jahrhundert. Der chinesische Bürgerkrieg, welcher sich 1945 bis 1949 austrug, verfolgte ein Ziel, hatte zwei Parteien und es kam schlussendlich zu einem Ergebnis. Des Bürgerkrieges fand die Xinhai-Revolution 1911 statt, welche dazu führte, dass die Qin-Dynastie, also das Kaiserreich, dem Ende zuging und so die Kriegsherren auf den Besitz von ganz China bestanden und so die Zeit der sogenannten Warlords begann. Sun Yat-sen verzichtet 1912 auf die Präsidentschaft Chinas. So kam es dann zur Gründung. rettete Chiang Kai-shek Sun Yat-sen das Leben bei einem Attentat und trat danach somit der Kuomintang bei. Nach dem Tod von Sun Yat-sen 1925 erhielt Chiang Kai-shek den Oberbefehl über die Kuomintang. Vorerst sollte man aber noch wissen, dass der Bürgerkrieg eigentlich schon 1927 begann, aber aufgrund eines kurzen Stillhalteabkommens und des Krieges gegen Japan wurde er für einige Zeit unterbrochen. Auslöser für den Bürgerkrieg war die Frage, wer die Macht über China haben sollte nach dem Tod des letzten chinesischen Kaisers. Als Japan im August 1945 von den Atombombenabwürfen von China auf Hiroshima und Nagasaki von China besiegt wurde, bricht der Bürgerkrieg erneut aus. Die beteiligten Parteien sind die Nationalpartei Kuomintang unter Chiang Kai-shek, welche zu der Zeit die größte und stärkste Staatsmacht war, und die Kommunistische Partei Chinas unter Mao Zedong. Das Ziel beider Parteien war die Machtergreifung über China. Chiang Kai-shek und Mao Zedong verfolgten jeweils unterschiedliche Strategien, um an die Macht zu kommen. Chiang Kai-shek hatte bereits mit seiner Partei der Kuomintang 1926 erfolgreich einen Teil Nordchinas ergriffen. Auch im Shanghai-Massaker hatte er bereits über die Kommunisten gesiegt, indem er über Monate zahlreiche Kommunisten ermordete und einen wichtigen Teil ihrer Wirkungsstätte eroberte. Außerdem erhielten sie Unterstützung von der Sowjetunion und der USA, die das Ziel verfolgten, weiteren Einfluss auf China haben zu können. Die UdSSR war auf der Seite der Kommunisten. Und die USA war auf der Seite der Kuomintang. Nachdem Japan besiegt wurde, besetzte die UdSSR die rohstoffreiche Mandschurei. Für den erneuten Ausbruch des Bürgerkrieges 1945 sorgte die Verhandlungen zwischen Mao und Chiang, China unter friedlichen Umständen wieder aufbauen zu wollen. Jedoch kam es zu Rivalitäten zwischen immer noch verfeindeten Parteien, als es darum ging, wem sich Japan zu ergeben hatte.
Die Kommunisten besetzten daraufhin die rohstoffreiche Mandschurei, während die Kuomintang US-Flugzeuge als Verteidigung nutzte. Es kam daraufhin zu Kämpfen zwischen den Parteien um die Kontrolle der Mandschurei. Um weitere Truppen der Nationalisten von der Mandschurei fernzuhalten, lösten die Kommunisten einige Guerillakriege im Rest von China aus. Mao Zedongs Truppen hatten mehr Erfolg, da er sich bewusst für die Bauern einsetzte. Da China natürlich zum größten Teil der Bevölkerung aus Bauern bestand, welche die Kommunisten unterstützten, waren diese Truppen von Mao stärker als die der Nationalisten. Auch? Außerdem war eine besonders erfolgreiche Strategie der Kommunisten, dass sie ihre Gebiete nur passiv verteidigten und somit die Kraftreserven der Kuomintang schneller aufgebraucht waren. Es kam in Zentralchina schließlich zu einer entscheidenden Schlacht. Chiang Kai-shek verlor auch diese Schlacht und musste sich 1948 geschlagen geben. 1949 siegten dann die Kommunisten endgültig. Chiang Kai-shek wurde mitsamt seiner Kuomintang-Anhängern nach Taiwan verbannt. Eigentlich meinten wir Taiwan. Nach Taiwan verbannt, wo er weiterhin auf die Macht China bestand und von dort aus die Republik China weiterführte. Der Bürgerkrieg war somit beendet und Mao Zedong, der als Sieger hervorging und die Macht über China hatte, rief am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China aus. Der Bürgerkrieg hat zur Folge, dass China bis heute aus zwei separaten Staaten besteht. Aus der Volksrepublik China und aus der Demokratischen Republik China. Er forderte über 1 Million Todesopfer ein und ist für viel Armut und Existenzverlust verantwortlich. Fazit: Trotzdem waren die Machtverhältnisse ungeklärt. Mao ging zwar als Sieger über Chiang hervor, doch seine Macht war nicht von allen anerkannt und hatte den Ruf eines Diktators. Obwohl die USA und die UdSSR nur eine kleine Rolle während des Bürgerkriegs spielten, versorgten sie jeweils beide Parteien mit Waffen und unterstützten sie. Und nur noch einmal zusammen das Wichtigste zusammengefasst. Der chinesische Bürgerkrieg brach aufgrund der unklaren Machtverhältnisse in China aus. Chiang Kai-shek mit seiner Kuomintang und Mao Zedong mit seiner Kommunistischen Partei Chinas kämpften gegeneinander um die Macht. Sie erhielten Unterstützung von der UdSSR und der USA. Maos Strategien, die unter anderem das Stiften von Guerillakriegen und der Beeinflussung der Bauern Chinas beinhaltet, waren erfolgreich und brachten ihm und seiner kommunistischen Partei den Sieg. Er ging als Sieger hervor und gründete am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China. Und das war's für heute mit Safari Geschichte. Bitte gebt das Video einen Thumbs up und kommentiert auf dieses Video. Dies hier ist der Link zu unserem Thesenpapier, zu unserem Handout, damit ihr euch das alles nochmal richtig durchlesen könnt, falls ihr das noch nicht ganz verstanden habt. Sonst guckt das Video einfach nochmal. Ich meine, dazu sind wir Safari-Geschichte da.
Und das war's mit Safari. Ahoi und ciao.